Ich hätte euch das schon längst sagen sollen. Ich weiß nicht genau, wer euer Vater war. Wie geht denn sowas? Das waren die wilden 70er. Du hast mit jedem geschlafen, den du getroffen hast. Der Kinocast. Hallo, willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir in der Leitung die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Und der Chris auch da. Hallo, Chris. Moin. Moin. Und meine Wenigkeit, der Erik. Hallo. Hallo, Erik. Hallo, hallo. Ja, wir haben in der neuen Sendung wieder einige Themen für euch. Natürlich geht es um Filme, dann ist ja der Kinocast hier und dann mal gucken, was uns noch so einfällt. Die Kate wird vielleicht mal das Rätsel auflösen von vor 2 Wochen, ob da jemand gewonnen hatte. Also, ich muss mir versuchen, in mich zu gehen, was ich letzte Woche überhaupt für ein Zitat gebracht hatte. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht fällt es mir noch irgendwie ein. Ja, und mal gucken, was uns noch so einfällt. Ihr habt auch einen Film gesehen, okay. Dann beginnen wir einfach mal mit der Sneak Preview von der vergangenen Woche. Da hatten wir den Film Wer ist Daddy? Da hatten wir auch, war wahrscheinlich schon so ein kleiner Hinweis, vor ein paar Wochen mal den Trailer in der Sneak gehabt. So selten, wie wir mal Trailer sehen in der Sneak. War wahrscheinlich schon ein dezenter Hinweis. Guck mal, da kommt was auf euch zu. Und bei Wer ist Daddy? Originaltitel Father Figures spielen Owen Wilson und Ed Helms zusammen ein zweieiiges Zwillingspärchen. Sehen sich aber eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Also normal sehen sich ja zweieiige Zwillinge im wenigsten ein bisschen ähnlich. Aber das ist wahrscheinlich der erste Joke dieses Films. Also Ed Helms ist der Typ, der mit ohne Zahn da bei Hangover. Ne? Ja, und diese beiden, denen wird von ihrer Mutter, gespielt von Glenn Close, eröffnet, dass ihr Vater wahrscheinlich doch noch lebt. Und die Glenn Close, die ist ja jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und heiratet auch irgendwie nochmal am Anfang jemanden, ne? Oder? Die heiratet auch nochmal. Ja, die heiratet. Treffen sich doch auf eine Hochzeit oder so, ne? Genau, und im Zuge dessen eröffnet sie ihren beiden Söhnen, dass ihr vermeintlicher Vater wohl noch am Leben ist und sie begeben sich dann sofort eigentlich direkt nach der Party, steigen sie ins Auto und begeben sich auf die Suche nach ihrem Vater und sie haben da so ein paar Anhaltspunkte bekommen, wer das eventuell sein könnte und die Mutter war wohl auch in den 60er Jahren wohl kein Kind von Traurigkeit, um es mal so zu sagen. Da gibt es wohl ziemlich viele, die da in Frage kommen und sie haben aber erstmal einen Anhaltspunkt und da starten sie dann mit den Ermittlungen, müssen erstmal irgendwie halb durch Amerika fliegen und noch ein Stück mit dem Auto fahren und beginnen dann und lernen sich auf dieser Reise nicht nur selbst etwas mehr kennen und schätzen, denn ja, wie es bei so Brüdern wahrscheinlich ist, ich weiß nicht, ich habe keinen, kracht es da auch ab und zu mal und dadurch, dass die beiden wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, so Owen Wilson eher so ein, der spielt sich eigentlich wie immer halt, ne? Also Owen Wilson hat hier keine besonderen Anforderungen an seine Rolle, der spielt wie immer diesen, ich nenne es mal diesen Surfer-Dude da mit langen Haaren und der ist ja irgendwie zu Geld gekommen durch ein bisschen Dusel und deswegen kann er auch diese ganzen Suche nach dem Vater finanzieren und Ed Helms ist ein Proktologe, der da immer diverse Körperöffnungen von Männern untersuchen muss und ja, die beiden sind wirklich grundverschieden von der Art her und raufen sich dann auf der Reise ein bisschen zusammen. Hab ich noch irgendwas Wesentliches vergessen? Nö. Nö, ne? Und wie fandet ihr so? Ja, ich fand ihn ganz nett, kann man eigentlich so sagen. Ich fand ihn wirklich ganz nett, weil die Geschichte, wo erzählt wurde, ist schon, ja, es ist jetzt nicht so megamäßig überzogen witzig. Er hat unglaublich doofe Szenen, unnötige Szenen drin. Ich erinnere an die Toilettenszene. Oh, schlimm. Ja, also Momente, die der Film auch überhaupt nicht braucht, meiner Meinung nach. Wenn man die weglässt, wird er ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger wahrscheinlich. Ja, es ist ein netter Streifen, sehr viel flacher Humor, ja, nicht so tiefgründig. Ist eigentlich ein netter Roadmovie für so zwischendurch mal, aber jetzt nichts, was ich sagen würde, hey, den muss man unbedingt 1000 Mal noch anschauen, sondern den kann man anschauen, aber wenn man es nicht macht, hat man auch nichts verpasst.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also, was mich gewundert hat am Anfang, ist da wirklich sehr vulgär, der Film, in der Ausdrucksweise. Und das legt er irgendwie nach ein paar Minuten völlig ab, um dann am Schluss nochmal genauso wieder in die Kerbe zu hauen. Oder zwischendurch mal auch, wo auch Ving Rhames mit da zusammensitzt und so. Also, der hat dann so vulgäre Anwandlungen, dieser Film. Boah, also, vor allem, es passt halt nicht zu diesen Typen, fand ich. Also, wenn das jetzt... diese 50-Cent-Geschichte Get Rich or Die Trying ist, wenn die Leute da so reden, ist mir das völlig klar. Oder was weiß ich, bei irgendwelchen anderen Ghetto-Filmen, aber so wie hier, das hat einfach nicht gepasst. Ne? Und gerade die Fäkal-Szene. Und Kate, wie fandst du es? Auch zu viel. Auch zu viel vulgär. Also, der war an sich streckenweise ganz witzig. Er war, finde ich, von der Story her zu lang. Also ein Ausflug weniger hätte jetzt dem Film gut getan. Ansonsten, ja, war ganz witzig, aber wie schon gesagt, streckenweise zu vulgär. Ja. Ganz nett. Ja, ganz nett trifft es eigentlich ganz gut. Er ist halt nett und nicht mehr. Wenn er diese komischen Szenen nicht gehabt hätte und zwischendurch vielleicht ein bisschen... Ah, das ist halt auch kein richtiges Drama. Ja, was ist da jetzt so dramatisch, dass die ihren Vater nicht kennen? Also, oder dann erst erfahren. Eigentlich, ja, ich weiß auch nicht. Ist irgendwie ziemlich seltsam geschrieben. Und der Regisseur des Films ist Lawrence Scher, heißt der. Und das ist dem sein Erstlingswerk, wo ich eigentlich immer ein bisschen gnädig bin. Aber der hat bei so vielen Filmproduktionen mitgemacht. Zwar hauptsächlich als Kameramann. Zum Beispiel bei Paul, ein Alien auf der Flucht, oder eben bei Hangover, bei Stichtag, bei Garden State sogar als Kameramann. Der hätte eigentlich schon ein bisschen mehr Erfahrung haben müssen, was funktioniert und was eben vielleicht eher nicht funktioniert. Aber irgendwie hatte ich auch, es ist jetzt wieder so ein Film, wo ich bestätigt werde, dass sowohl Owen Wilson als auch Ed Helms keine Hauptrolle richtig tragen können, weil eigentlich waren es ja zwei Hauptrollen, ne? Und die funktionieren einfach alle beide nicht. Also die gehen als Nebencharaktere, gehen die super, die beiden, aber niemals irgendwie so als Hauptcharakter. Das funktioniert einfach nicht. So als Sidekick, ja, aber deswegen, netter Film. Ja. Hat auch ziemlich verheerende Wertung bekommen. Also die IMDb liegt dabei 4,9. Der lief ja in den USA schon. Und ja, bei Moviepilot, das ist bei 3,1. Da bin ich ja sogar relativ gnädig noch mit meiner Wertung, weil der hat mir halt nicht so körperlich wehgetan wie manche andere Filme, die wir in einer Sneak sehen. Also ich bin da irgendwie beim wirklich absoluten Durchschnitt, also 5 von 10, mehr, nicht mehr und nicht weniger. Ja, 6 von 10. 6 von 10. Okay, also liebe Hörer, jetzt müsst ihr selber wissen, ob euch sowas für Fans von Owen Wilson oder von Ed Helms mag das vielleicht ganz gut sein, aber ja, vielleicht sollte man auch nicht vom Trailer her zu viel erwarten bei dem Film. Wir haben jetzt letztens im Fernsehen kam der Trailer zu diesem Das Leben ist ein Fest. Und da sagte meine Frau, der sieht lustig aus, den würde ich gerne sehen. Da sag ich, der Trailer sieht vielleicht lustig aus. Und ich habe den Trailer auch mitgeguckt in dem Moment. Der Trailer ist echt gut geschnitten, aber der Film selber, der hat ja dann doch ziemlich verloren. Ich glaube, hier wird es ähnlich sein. Die werden wahrscheinlich so die besten Sachen raussuchen, den Rest weglassen. Und dann denkst du, es ist eine spaßige Komödie, wo die zwei da irgendwie cool auf der Suche gehen. Aber naja, es verzettelt sich. Und diese ganzen Cameo-Auftritte oder Nebencharaktere, sagen wir mal, es waren ja nicht nur Cameos, die da mit drin waren. Ich weiß nicht, ob die damit gerechnet hätten, dass sie einfach so da verheizt werden, so ein Ding. Naja. Mach mal einen Knopf dran, wer ist Daddy, und gucken lieber mal, was uns dann in der nächsten Sneak erwartet. Chris, wie lautet der Tipp? Der Tipp für die nächste Sneak, für die 935, lautet auf Eis gelegt. Jetzt aber. Auf Eis gelegt. So, und da sind schon Tipps eingegangen, oder Kate? Ja, ganz genau. Und zwar tippt der Martin Kühe auf I, Tonya, was gut passen könnte, denn dabei geht es um die Eiskunstläuferin Tonya Harding. Könnte ja passen. Ist der mit Oscar nominiert eigentlich? Der war doch bei den... ich glaube, ja. Bei den Globes war der auf jeden Fall. Ich guck mal. Ja.
Mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Die ist auch nominiert als Best Actress, hier sehe ich gerade. Ja. Dann wurde noch Wind River getippt, den hatten wir ja aber leider schon in der Sneak. Kann also nicht passen. Und dann hast du noch getippt, Erik. Ich habe vorhin gerade noch diesen Dr. Nock getippt. Zum einen, damit der Chris den morgen wieder vorlesen muss. Dr. Nock. Danke dafür. Und zum anderen, weil der ja in einigen anderen Sneaks auch lief. Und da geht es halt um so ein, um Oma Sai, den wir ja kennen aus Ziemlich Beste Freunde. Der hat sein Medizinstudium irgendwie abgeschlossen und geht dann in so ein kleines Kaff in Frankreich. Und der ist aber eigentlich ein bisschen Ganove, der diagnostiziert irgendwelche Krankheiten und lässt sich von den Leuten da bezahlen dafür, dass er sie heilt, und die haben in Wirklichkeit gar nichts. Und dann kommt aber irgendwie jemand aus seiner Gangster-Vergangenheit wieder auf ihn zu und so, also quasi kaltstellen und so. Na, könnte sein, wer weiß. Aber ich glaube, der beste Tipp ist dieses I, Tonya, so von der Art her. Genau. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Und habt ihr dieses Don't Hang Up? Ist das ein Kinofilm oder was ist denn das, was ihr da drin stehen habt? Oder? Was ihr, Chris, da drin stehen habt. Ach so, ich hab nur Chris gesehen. Ich dachte, ihr habt das zusammen geguckt. Nein, das hat nur der Chris. Der hat tatsächlich irgendwie, war das Freitagabend, hatte er Zeit, einen Film zu schauen. Don't Hang Up lief da auf Sky und den habe ich mir mal angetan. Also was heißt angetan? Ich habe mir den angesehen, weil er wurde beschrieben als Horror-Thriller. Und dann dachte ich, okay, kann ich mir mal anschauen. Habe nur nichts von gehört, ging auch nicht so lange. Also 83 Minuten ist jetzt nicht so lange. Und ja, worum geht's? Es geht darum, dass Jugendliche oder halt Kumpels, nicht mehr Jugendliche, sondern sie sind schon seit der Jugendzeit befreundet, Kumpels halt so Telefonstreiche machen. Ich meine, an sich nichts Besonderes, nur eben, die machen das ziemlich krasser und hieven das Ganze auf ein neues Niveau. Also es ist schon fast schon professionell gemacht mit, hey, hier ist die Polizei und boah, irgendwie hier rennt ein Killer rum und bei Ihnen im Haus und bitte verschanzen Sie sich und was weiß ich was und lauter so Zeug. Und ist halt nicht so, dass man nur die Leute damit verarscht, sondern halt auch, ja, es geht direkt ins Internet. Also die laden das hoch, machen dann eine Plattform draus und ja, Konsequenzen sind ihnen auch scheißegal, was dabei rumkommt und wie die Leute sich fühlen sowieso. Es ist einfach nur für Klicks und Likes und macht man eben alles und eben ganz arg viele Leute verarschen. Und wie es halt so ist, eines Tages kommt das Ganze zu ihnen zurück, weil sie rufen jemanden an und der ruft dann zurück und fängt an, sie zu bedrohen. Und das nehmen sie natürlich am Anfang nicht ernst, aber plötzlich übernimmt er die Kontrolle in ihrem Haus und auch so ein bisschen die Kontrolle über ihr Leben. Und das geht in eine ziemlich psychisch kranke Richtung teilweise und entwickelt sich zu ja, einem durchaus spannenden Film mit einer ziemlich erschreckenden Erklärung am Ende. Ja. Kannst du ihn empfehlen? Das ist spannend, oder? Also ich würde ihn mal anschauen. Die Schauspieler fand ich jetzt nicht so überzeugend. Also Greg Sulkin und Garrett Clayton spielen da die Hauptrollen. Einmal Sam Fuller und eben Brady Mannion. Die Schauspieler, geht so. Würde ich sagen, die gingen so. Schauspielerische Leistung. Wenn man jedoch sich wirklich ein bisschen drauf einlässt und auch wirklich bis zum Ende das Ding sich anschaut, wird man schon so ein bisschen erkennen, okay, man hat bei Saw ein bisschen abgeguckt, ein bisschen bei Scream abgeguckt, irgendwo ein bisschen abgeguckt und kann einem schon auch gefallen. Also kann tatsächlich ja Spannung schon erzeugen und auch so ein bisschen okay Momente haben. Ein bisschen unlogisch ist er an manchen Stellen. Trotzdem ist es, ich fand es eine ganz nette Unterhaltung, weil ich auch nicht groß was erwartet habe. Und deswegen, ja, auch da wäre ich bei 6 von 10 Punkten, maximal 6 von 10 Punkten. Also das ist schon, das sind aber nette 6 von 10, weil eben ich, ja, wie gesagt, im Vorfeld nichts erwartet habe. Und ja, es ist halt eine Geschichte, wie gesagt, diese Telefonstreiche und das ins Internet stellen, ist jetzt nicht so unrealistisch, was dann hinten raus passiert. Ja, okay. Aber trotzdem, wie gesagt, Erik, ich würde es dir mal empfehlen anzuschauen. Du magst ja auch so Sachen manchmal. so manchmal so nicht so gute B-Movie. Ja, genau. Ja, genau. Genau, ich guck's mir, ich hab's mir mal vorgemerkt. Selbst das Poster sieht abgeguckt aus von Unbekannter Anrufer, hieß das, glaube ich, der Film. Genau, das Poster, muss ich auch wieder sagen, damit kann ich nicht so arg viel anfangen. Das entspricht jetzt meiner Meinung nach nicht so komplett dem Film.
Die beiden Regisseure, die habe ich auch gerade mal nachgeschaut, Damien Mace und Alexis, Achtung, Weißbrot. Aber da schreibt sich W-A-J-S Brot. Weißbrot. Weißbrot. Vielleicht ein Niederländer oder so? Warte mal, lass mal gucken. Nee, da steht noch nichts drin natürlich zu dem Namen in der IMDb. Keine Biografie. Naja, die haben bis jetzt hauptsächlich so Visual Effects gemacht für andere Filme und haben sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, lass uns doch mal einen eigenen Horror, kann man immer ganz gut anfangen, sich die ersten Spuren zu verdienen. Da sind die Mechanismen relativ einfach. Warum auch nicht? Wie gesagt, warum auch nicht? Ja, ich werde es mir mal vormerken, mal gucken, wann der nochmal kommt und dann vielleicht gucke ich da mal rein. Ja. Ich habe auch noch was geschaut, nämlich The Commuter, der neue Film von Jean-Colette Sarah, der zum Beispiel Nonstop gemacht hat oder auch The Run All Night oder auch Unknown Identity, den wir auch mal in der Sneak hatten. Und er hat wieder den Liam Neeson gewonnen als Hauptdarsteller, der ja nun so eine zweite Action-Karriere da fast beginnt. Und er spielt im Film einen 60-jährigen Mann, der bei einem Versicherungsunternehmen arbeitet. Und der hat zu Hause, ja, drückt schon ziemlich so der finanzielle Schuh, weil die Kinder wollen irgendwie auf eine teure Uni gehen und ja, da ist es ein bisschen schwierig und er hat nur noch ein paar Jahre eigentlich bis zur Rente, wo er noch ein bisschen ordentlich Geld verdienen kann und das kommt irgendwie alles zusammen und dazu wird ihm noch auf Arbeit eines Tages gekündigt und er ist so ein Pendler, er ist bis dahin immer jeden Tag mit dem Zug reinwärts gefahren, also er muss auch eine Weile zu fahren haben, also man sieht ihn da in diversen Einstellungen, sind ein paar sehr, sehr schöne Schnittfolgen dort gemacht, wo man dann immer so Schnitte sieht, dann vom nächsten Tag oder überhaupt so Sprünge, wo man die Jahreszeiten sieht, wo er halt mehr oder weniger immer das Gleiche tut, früh beim Einsteigen, beim Verabschieden von zu Hause und ja, wie er sich dann so durchbewegt bis zur Arbeit und ja, er ist halt in diesem Pendlerzug und als er dort auf dem Heimweg ist, eben nach dieser Kündigung, kommt eine Frau auf ihn zu, die setzt sich da bei ihm hin, gespielt von Vera Farmiga und die ja, eröffnet ihm, dass es da wohl eine Möglichkeit gäbe oder dass sie seine Hilfe braucht. Er soll jemanden identifizieren, der oder die wahrscheinlich sonst nicht mit diesem Zug fährt. Also irgendjemand, der da fehl am Platze ist in diesem Pendlerzug und sie macht ihm da auch Hoffnung, dass er dafür eine Menge Geld bekommt und zeigt dann auch so eine Art Anzahlung, wo die versteckt ist und stellt dann auch gleich so ein paar Regeln auf, also er darf den Zug nicht verlassen und mit niemandem drüber sprechen über das ganze Thema und also keinen weiteren einweihen und wie man es halt so kennt, er macht das natürlich und dann wird auch gezeigt, dass die es ernst meinen und dann merkt er das auch, dass die es ernst meinen und dann begibt er sich dann halt auf die Suche nach der Person und versucht parallel auch zu ermitteln, warum jetzt diese Person da gesucht wird und was hinter dem Ganzen steckt. Ich habe bei meiner Kurzkritik auf Letterboxd habe ich geschrieben, Nonstop im Zug. Also bei Nonstop war es ja quasi das Flugzeug, wo auch irgendwie was gewesen ist, irgendjemand, der da was eventuell macht. Hier ist es im Zug. Aber das wäre vielleicht ein bisschen ja, zu einfach gesagt. Es ist noch ein bisschen mehr mit drin. Es gab ja auch mal diesen Zugfilm Unstoppable, hieß der, glaube ich, ne, wo dann der Zug immer schneller fährt und alles ganz furchtbar und so. Und so ähnlich. Also das sind verschiedene Sachen, die hier mit drin sind. Und zwischen, ja, so etwa nach dem zweiten Drittel ändert der Film auch nochmal so ein bisschen seine Richtung. Was will ich jetzt natürlich nicht verraten, in welche Richtung es da geht, aber er verlässt so ein bisschen dieses Schema, wo man eigentlich dachte, man weiß jetzt, was passiert und man kann sich das denken. Er verlässt die Schienen etwas, um es mal so zu sagen, und ja, fährt da quasi so ein bisschen auf ein neues Gleis, was das Ganze ein bisschen anders macht. Es ist auf jeden Fall ja, ein spannender Actionfilm, den man sich mal angucken kann. Wer sich da noch nicht satt gesehen hat von Liam Neeson, der irgendwas ermitteln muss und ordentlich austeilt und auch hier einstecken muss. Und Patrick Wilson hat auch noch eine kleine Nebenrolle. Der spielt einen, den er noch kennt von früher. Denn, ach ja, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, Liam Neeson hat früher mal bei der Polizei gearbeitet. Ja, und deswegen kann er auch ganz gut ermitteln und so. Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie so jemand, der immer nur Law and Order guckt, denkt, er ist jetzt der große Ermittler, sondern da ist auch ein bisschen Basis da bei ihm. Also kann man durchaus gucken. Ich verstehe jetzt mittlerweile auch, warum der immer noch in den Kinocharts so ganz gut vertreten ist. Gerade so
wenn ich so schaue, was sonst so läuft in den Kinocharts, also wer jetzt von den Actionfilmen, wer Star Wars schon gesehen hat und Jumanji ihm da vielleicht ein bisschen zu abgefahren ist oder so, zu Fantasy-mäßig, findet eigentlich bei Commuter so ziemlich das Einzige, was im Kino gerade läuft, mit handfester Action, spannend gemacht, Krimi, empfehlenswert bei mir. Also ich gebe da so, ja, 7,5 von 10. Und klingt eigentlich ganz gut. Ja, kann man gucken. Hätte ich gerne in der Sneak gehabt vielleicht. Ich glaube, da wäre eine ganz gute Stimmung gewesen in der Sneak, weil da sind auch so ein paar fast schon, es sind so ein paar Sätze dabei, wo du sagst, ach nee, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, aber es ist irgendwie, es passt irgendwie gerade in dem Moment, passt es irgendwie ganz gut. Ja. Wir können ja sowieso jetzt gerade mal reingucken in die Charts und in die Neustarts. Kinocharts und Neustarts. Das sieht nämlich wie folgt aus hier in Stuttgart. Platz 10 ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Platz 9 ist Die kleine Hexe. Und kleine Info am Rande, meine Frau, die geht mit meinem Kleinen nachher in den Film. Die kleine Hexe, die gucken sich das nachher an. Gehen nachher ins Kino. Vielleicht erfahre ich dann, ob der gut ist. Ich gehe nicht mit heute, ich habe keine Zeit. Platz 8 ist The Commuter. Irgendwie finde ich den Titel immer noch komisch. Weiß einer, was das heißt überhaupt? Commuter? Ist das irgendwas? Heißt das irgendwas? Der Herr Lehrer kann das bestimmt mal hinterfragen und recherchieren. Platz 7 ist dieses bescheuerte Herz. Platz 6 immer noch Jumanji, Willkommen im Dschungel. Platz 5 nur noch für Star Wars, Die letzten Jedi. Platz 4 Maze Runner, Die Auserwählten der Todeszone. Dass du den noch nicht gesehen hast, Kate, wundert mich ja. Entschuldigung. Arbeiten, Winterausflug, ja, alles machen. Das ist ja Ausflüge machen, stimmt. Ja, ich habe ihn tatsächlich vor, einzugucken, wenn ich jemanden finde, der mit mir reingeht. Mal gucken. Platz 3, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft, nachdem vorher die Lehrer dran waren. Chris, jetzt die Eltern dran. Platz 2 ist Hot Dog, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Scheint ja doch ein Hot Dog zu sein da. Der Film. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut performt. Platz 1 wundert mich auch ein bisschen. Ist der Film Wunder. Ja. Aber ist wahrscheinlich das, weil das sehr viele in der Schule lesen, gerade, dass da, ich weiß gar nicht, wie der sich bundesweit schlägt, kann ich ja nachher auch mal gucken. Bei den Neustarts diese Woche sieht es wie folgt aus. Da startet 50 Shades of Grey, befreite Lust. Ich habe Auszug aus dem Inhalt. Höhepunkt der erfolgreichen Erotikfilmreihe mit Dakota Johnson und Jamie Dornan über eine turbulente BDSM-Beziehung, die zwischen Lust und Schmerz schwankt. Also, kann ich nichts dazu sagen. Ich will da auch nicht in Fettnäpfchen treten. Wem das gefällt, der kann das mal gucken. Ansonsten würde ich eher den nächsten Film empfehlen, der neu startet diese Woche. Das ist nämlich Wind River. Den hatten wir in der Sneak Preview. Ich fand den ja sehr, sehr gut. Ihr auch, wenn ich mich recht erinnere. Mhm, ja. Mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen. Und absolut, absolut empfehlenswerter Film. Passt auch jetzt ein bisschen zum Wetter gerade. Dinky Sinky ist eine deutsche Dramödie über eine Mit-30erin und ihren Kampf gegen die biologische Uhr. Als der Kinderwunsch zur Obsession wird, gerät ihr Leben aus den Fugen. Ha, mit Katrin Röver. Freiheit startet noch mit Johanna Wokalek, mit einer Frau, die Mann und Familie zurücklässt, um aus dem Gefängnis des Alltags auszubrechen und endlich Freiheit zu finden. Oh, was sind das für Midlife-Crisis-Filme hier überall? Selfie startet noch, ein russischer Thriller über einen beliebten TV-Moderator, der durch einen Doppelgänger ersetzt wird, ohne dass jemand den Unterschied merkt, bis auf seine Tochter. Boah, das sind so die russischen Filme. Mutafukas ist hier als Science-Fiction-Film betitelt. Ein Hip-Hop-Anime nach dem Comic von Guillaume Renard um den Pizzaboten Angelino, der in einen metaphysischen Krieg um das Schicksal der Welt geschleudert wird. Boah. Oh yeah. Kennst du den Comic, sagt er so was? Klingt französisch, oder? Sagt mir gerade nichts, nee. Mutafukas. Also, okay. Ich weiß dafür, was Commuter heißt. Und? Was heißt denn? Pendler. Ach, nee, hä? Okay. Das heißt Pendler. Das macht jetzt dann plötzlich irgendwie Sinn. Warum haben sie das nicht übersetzt? Das wäre doch ein cooler Titel gewesen. Der Pendler. Naja.
Das war's dann eigentlich mit den Sachen, die hier bei uns laufen, ja. Okay, aber ich kann ja mal noch einen Blick hier reinwerfen, wie es in den Kinocharts in Deutschland komplett aussieht, wenn ich hier einmal auf der Seite bin. Da ist, auf Platz 1 ist auch Wunder. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass der so gut dasteht, aber na. Und in den USA, Die Verlegerin, Platz 5, Platz 4 The Greatest Showman, Platz 3 Hostiles, Platz 2 immer noch Jumanji und Platz 1 Maze Runner. Nicht schlecht. Ja, Serien. Ach, Kate, du hast, warte mal, da erstmal den Einspieler hier. Moment. Serien. Du hast die neue Serie schon geschaut, die als Mischung von Blade Runner und was war es, Terminator oder irgendwas gepriesen wird. Altered Carbon. Ich habe zwei Folgen davon geguckt. Altered Carbon. Bin ich gespannt, ob du es empfehlen kannst, weil ich war auch schon nahe am Draufklicken. Also, die Mischung ist eher Blade Runner und Ghost in a Shell. Es geht darum, dass die Menschheit, also erstmal spielt es irgendwie 200 Jahre in der Zukunft, und die Menschheit hat das ganze Bewusstsein von sich selber auf so Chips gespeichert, die hinten in der Wirbelsäule stecken, im Halswirbel. Und wenn der Körper zerstört wird, kann man diesen Chip einem neuen Körper einpflanzen und quasi weiterleben. Ne? Und sofern man es sich leisten kann, sagen wir mal so. Und es geht um einen asiatischen Herrn, der Verbrechen verübt hat und quasi dem seine Hülle wurde zerstört und sein Chip wurde ins Gefängnis gesteckt. Und man nennt das dann in die Ewigkeit gesetzt. Und dann eines Tages kauft ihn quasi jemand frei. Und zwar ein ganz Reicher, die nennen sich Matt, M-E-T, das ist irgendwie hergeleitet von Methusalem, Matt, der ja auch ewig alt wurde. Ach so. Und der kauft quasi diesen Chip frei und gibt ihm einen neuen Körper, allerdings einen ganz anderen. Also er hat dann nichts mehr mit seiner asiatischen Herkunft zu tun. Ist ein ganz normaler, weißer Mann. Und will ihm Freiheit und Geld und alles schenken, wenn er dafür eine Sache erledigt. Und zwar rauszufinden, wer ihn versucht hat umzubringen. Dieser Reiche hat mehrere, also ist mega reich, sagen wir mal so, und hat von seinem eigenen Körper Klone erschaffen und kann, wenn er stirbt oder wenn sein Körper kaputt geht, einfach in den gleichen Körper wieder zurückwechseln, weil da hat er ja 10 Stück von in seinem Labor. Genauso wie von seinem Sohn und von seiner Frau. Und er wird aber tatsächlich richtig umgebracht. Also da wird auch der Chip zerstört. Aber da er so reich ist, hat er ein Backup davon. Und das tut sich irgendwie alle 2 Tage aktualisieren. Und genau 10 Minuten vor dem nächsten Update wurde er umgebracht. Deswegen weiß er nicht, wer ihn umgebracht hat. Und das soll der andere rausfinden. So, darum geht's. Mhm. Das sind ja sehr viele Themen, die da der Film aufmacht. Hat er das halbwegs gut rübergebracht oder ist es dann alles? Also ich muss sagen, es ist ziemlich cool eigentlich. Es ist sehr bildgewaltig, es ist diese futuristische und Welt, die da erschaffen wurde, erinnert sehr, sehr an Blade Runner. Auch mit diesen Hologrammen und so, also was wir ja in dem neuen Blade Runner, was dir so gefallen hat, ne, diese komische Welt, die da entstanden ist da sehr ähnlich. Dann eben diese Geschichte mit den mehreren Körpern und dem ewigen Leben, sofern man sich halt leisten kann. Das ist schon, ja, es ist schon ziemlich gut gemacht. Es ist sehr verstrickt, das ist ein richtiger Sci-Fi-Krimi. Und er ist definitiv absolut in Ordnung, dass es ab 18 ist. Der ist ja, die Serie ist 18 geratet. Sie ist sehr blutig. Sie zeigt sehr, sehr viel nackte Haut. Sie ist sehr viel Sexszenen und Gedöns. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es mir gefällt. Ich bin mir auch aktuell noch nicht sicher, ob ich die 3. Folge war, also ob ich weiter gucke.
Ich möchte schon gern wissen, was da passiert ist. Ich habe eigentlich auch schon eine Vermutung, wer ihn versucht hat umzubringen. Aber ich weiß nicht, ich kann diesen Ermittler, diesen Asiaten nicht einschätzen, was der wirklich will. Also irgendwie komisch. Der hat auch immer wieder so Halluzinationen, was aber anscheinend, nachdem man so eine neue Hülle bekommen hat, normal ist. Hat immer so Flashbacks und ist alles ein bisschen seltsam. Und parallel ist da noch so eine Polizistin, die auch rausfinden will, warum der Reiche den Verbrecher quasi freigekauft hat. Und da sind so auch ein paar so Side-Stories, die wahrscheinlich irgendwann später zu einem großen Oh-mein-Gott-Moment hinein zusammenfließen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob es mich. Ich bin noch total unentschlossen, ob ich weiter gucke. Na, ich werde auch mal reingucken. Also mich hat das jetzt. Vielleicht bin ich auch einfach heute zu kaputt dafür. Angesprochen, so dieses Ghost in the Shell und. Ja, es ist wirklich, also für Sci-Fi-Fans Hammer. Also die haben, das ist wirklich eine richtig aufwendige Produktion, die Netflix da auf die Beine gestellt hat. Also es ist echt bildgewaltig. Und die Schauspieler sind top. Ja, also kann man nichts sagen. Keine platten Dialoge bisher, alles vollkommen in Ordnung. Ich weiß nur noch nicht, ob es mich richtig gecatcht hat. Wie gesagt, könnte aber einfach daran liegen, dass ich heute einfach ziemlich kaputt bin. Ach, du hast heute geguckt, oder? Ja, ja, vorhin, heute Vormittag. Oh, okay. Ja, und ich bin einfach echt platt heute. Und also mal gucken, vielleicht habe ich, ja, wenn ich mich ausgeruht habe, mehr Intention daran, das weiter zu gucken. Aber jetzt schauen wir mal. Amazon hat noch eine neue Serie rausgehauen, da werde ich mal nachher noch reinschauen. Jetzt gucken wir mal, welche mich dann eher hat. Ja, aber wie gesagt, Sci-Fi-Fans, angucken. Ich sehe gerade, bei IMDb hat es 8,7 von 10. Altered Carbon. Ja, also wie gesagt, es ist nicht schlecht. Ich weiß nur noch nicht, ob es mich so richtig. Guck auf jeden Fall mal rein. Das, ja. Ja, Amazon hat. Sehr gewalttätig. Macht ja auch einiges. Da habe ich jetzt bei Ivers reingeguckt, bei The Marvelous Mrs. Maisel. Da, weil man da, das habe ich als Hausaufgabe hier für den Serienpodcast. Ne? Und ja, Pastewka habe ich da geguckt. Pastewka habe ich auch auf meiner Liste. Ja. Möchte ich auch mal reingucken. Ja, dann guck mal rein. Ja, The Marvelous Mrs. Maisel. Ja. Ach, ich rede einfach dann in den nächsten Serienpodcast drüber. Genau, hört da mal rein. Fortsetzung folgt.net. Jawohl, ja. Das waren die Serien. Also Star Wars gucke ich immer noch weiter. Ich gucke gerade nicht viel Neues, außer den Sachen, die ich jetzt hier gerade genannt habe. Ja, ist halt so. Jo, dann gucken wir doch mal jetzt in das Filmrätsel rein hier. Da warten bestimmt schon manche auf die Auflösung. Vielleicht hast du ja auch in der letzten Woche was bekommen. Mal gucken. Rätselecke. So. Dann schieß mal los. Kam da was an? Also, spannende Frage. Ja, es kam tatsächlich was an. Also ich habe ja eine Woche ausgesetzt, deswegen gibt es jetzt bei deinem Rätsel zwei Lösungen. Eine von vorletzter Woche und von letzter Woche. Meins von vorletzter Woche muss ich noch auflösen. Das hat niemand rausgefunden. Der Mike schreibt mir nicht mehr. Mike, was ist los? Du warst so gut dabei. Der Thomas hat geschrieben, der hat meins nicht erraten und dabei war es eigentlich ziemlich einfach. Es kam in der Sneak, es war der Film Frauen. Diese ganz absurde Roadtrip-Geschichte. Ich erinnere mich nur sehr ungern zurück. Frauen. Ich glaube, ich habe das auch schon verdrängt oder so. Ja, ich glaube es auch. War es nicht mit Heiner Lauterbach? Ja, genau, mit Heiner Lauterbach. Ach, da war ich nicht die Woche. Ja. Ah, zum Glück. Der war absurd, der war sehr seltsam, der Film. Und sowas nimmst du als Zitat? Nee, als Film? Das kam halt im Fernsehen, was soll ich machen? Ach so, ja, okay. So, und bei dir hat er von vorletzter Woche hat er noch aufgelöst, James Bond Moonraker. So. Beim Filmzitat? Ja, das, nee, also das war nicht letzte Woche, sondern die Woche davor. Das war davor, ja, das stimmt. Das stimmt sogar. Und für letzte Woche hat er geschrieben, hat er Thomas auch geschrieben, Hitch der Date Doktor. Das stimmt, hat sogar der Chris erraten. Wie war denn das Zitat? Das habe ich gar nicht mit. Was heißt da eigentlich sogar? Ja, so, sofort, du rätst ja nie mit, aber das hast du sogar sofort erraten. Sogar sofort. Warte, das war, im Leben zählen nicht die kleinen Momente, in denen man atmet, sondern die großen, die einem den Atem rauben. Oh. Jawohl. So, ich habe neue. Dann schieß mal. Ich habe mich wieder mal dran gemacht und habe geguckt, was kam denn jetzt so dieses Wochenende im Fernsehen?
und habe mir eine hübsche Beschreibung, eine Filmbeschreibung rausgesucht, leicht abgewandelt. Ich habe Namen rausgenommen. Schauen wir mal, wie man drauf kommt. Und zwar, sie, eine glückliche Ehefrau, zweifache Mutter und erfolgreiche Geschäftsfrau. Eines Tages lernt sie einen Obdachlosen kennen. Dieser kann nicht schreiben und rechnen. Er hat Tag für Tag eine kurze Hose und ein T-Shirt an, auch im eisigen Winter. Sie lädt ihn ein, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen. Aus der menschlichen Geste wird schnell Zuneigung und schon bald gehört er zur Familie, trotz sozialer und kultureller Unterschiede. Ein toller Film. Oh, da habe ich jetzt gerade keine Idee. Einer meiner liebsten Filme. Okay. Ja. Viel Spaß beim Raten. Dann kann ich auch noch ein Zitat machen. Was würden Sie sagen, wenn ein Kerl hier ohne Hemd zum Vorstellungsgespräch erscheint und ich ihn einstelle? Was würden Sie sagen? Dann muss der Kerl eine super Hose angehabt haben. Ein gutes Zitat, lustiges Zitat. Ach, Erik. Wieder zu einfach? Themenwoche oder was? Themenmonat. Tja, mal sehen, wer es errät. Schreibt an kate@kinocast.net. Ich würde die Auflösung dann machen. Da ist die große Frage, will Schmidt machen? Wer will mitmachen? Will Schmidt machen. Oh. aber du kannst mal mitmachen, anstatt hier Kommentare. Kannst du mal, können wir mal die Leute auslosen, die hier Killers Bodyguard in DVD gewonnen haben. Da war nämlich gestern der Einsendeschluss. Gleich mal gucken, alle rausschmeißen, die heute eingegangen sind. Nee, passt. Es haben 86 Leute mitgemacht. Oh. Vielleicht sagst du mir bitte zwei Zahlen zwischen, ach nee, Entschuldigung, nicht 86, sondern bei Zeile 2 fängt sie an in meiner Excel-Tabelle. Also zwischen 2 und 86, bitte. Die 22. 22, warte, scroll. Das ist der Josip, oh, aber nicht Brekalo mit Nachname, sondern ein anderer Nachname, aus Bietigheim. Oh, ganz in der Nähe. Jetzt noch eine, bitte. Die 47. Die Caroline aus Hamburg. Ihr habt gewonnen. Adressen habe ich ja gleich Glückwunsch. Adressen habe ich ja gleich eingesammelt. Das heißt, da sparen wir uns die zusätzliche Schleife mit Adressabfrage und die anderen lösche ich jetzt alle. Ja, dann viel Spaß mit dem Film Killer's Bodyguard, bei dem ich sehr gelacht habe. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Könnt ihr dann mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr den geguckt habt. Ja? So, habt ihr noch irgendwas? Sonst würde ich mal einen Blick reinwerfen in die Amazon. Ach nee, halt, wir können ja noch die Kommentare mal angucken. Da war ja irgendwie ein Kommentar, wenn ich mich recht, zwei Kommentare mittlerweile. Hat jemand gerade noch was geschrieben? Hier, also zur Sendung der letzten Woche. Die Steff ist ganz, sie sagt, jetzt bin ich ganz traurig gewesen. Also ich jetzt, Erik, ja. Weil sie letzte Woche zu faul war, einen Kommentar zu schreiben über ihr Überraschungspaket, das sie bekommen hat. Und das, was sie bekommen hat, das hat sie sehr stark an die Ü-Gera erinnert. Da gab es ja auch immer diverse Sachen. Ja, wir haben ja manche Sachen auch hier bekommen. So, und sie hat unter anderem diese kleine Löwenfigur bekommen. Und sie nennt den Kion. War das derselbe Name? Das ist aber Kovu. Also, Steff, das ist Kovu. Hier sind Experten am Start. Ich weiß leider gar nichts davon. Und auf jeden Fall hat diese Figur einen Ehrenplatz in ihrer Schrankwand bekommen. Blu-ray kann sie noch gar nicht angucken, weil sie keinen Blu-ray-Player hat. Ah, Steff, also, Mensch, da klemmt's ja. Das guckt sie dann bei ihrem Freund an. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war. Ich glaube hier, wie hieß der mit Jessica Chastain, wo die so ermitteln muss hier? Irgendwas mit Wahrheit, Schatten der Wahrheit oder nee, wie hieß das? Mhm. Wisst ihr, was ich meine, den wir auch in der Sneak hatten? Dieser Gerichtsthriller, der uns allen eigentlich ganz gut gefallen hat. Wo die irgendwie mit ersten, ja, ich weiß, hast du für die Tabakindustrie arbeitet oder so? Oder? Ja, genau. Ja, mal sehen. Ich glaube, das war der den ich bei der Steff reingepackt habe. Erschreckende Wahrheit. Erschreckende Wahrheit. Mhm. Erschütternde Wahrheit. Das war mit Will Smith. da wär's wieder. sie hat übrigens The Origin of the Hair von hier Voldemort geschaut. Es war für sie sehr anstrengend, weil die Synchro so schlecht war und die Musik übermäßig laut. Und sie kam mit ihren Englischkenntnissen an ihre Grenze. Und das alles nur, weil ich ihn etwas zu früh angeschaut habe, als es noch keine deutschen Untertitel gab. Mittlerweile gibt es da wohl welche. Und sie hatte
das hatte ich auch irgendwo auf Twitter oder Facebook gelesen, bei ihr in der Sneak in Reutlingen kam auch The Shape of Water und nach 10 Minuten ist der Projektor kaputt gegangen und die haben alle heimgeschickt, alle Gäste. Und da habe ich noch geantwortet, ja, da hat sie ja wenigstens noch den guten Teil des Films gesehen. Danach wird es nicht besser. tja, aber gut, es war ja eh nur ja, persönliche Meinung. Ich glaube, der Film wird ja gerade ziemlich gefeiert da. Ich weiß nicht, würde mich ja interessieren, ob ihr da vom Kino irgendwas zum Ausgleich bekommen habt, wenigstens eine Freikarte oder irgendwas. Weil stelle ich mir doof vor, man fährt da extra ins Kino, weil die Steff, die wohnt ja in Tübingen und extra nach Reutlingen fahren ins Kino und dann nach 10 Minuten wieder heim müssen. Das stelle ich mir doof vor. Würde mich mal interessieren, was da das Kino gemacht hat. Ansonsten kann ich dir nur anbieten, Steff, hier nach Stuttgart ist auch nicht weit, da gibt es auch Nahverkehr und so, kann man schnell herdüsen. Montags Sneak Preview, da läuft der Projektor, das kann ich dir versprechen. Und da gibt es auch diese kleinen Löwenfiguren zu gewinnen, die Kuwo. Die gibt's nicht mehr. Hast du nicht mehr? Kuwo. Nee. Kuwo. Der kleine Tofu ist alle. Oje, oje. Aber da gibt es andere schöne Sachen zu gewinnen. Die Leinwandperlen bedanken sich auch für den Rätselspaß im Advent und das Paket kam an und die haben es in ihrer Folge 145 ausgepackt. Habe ich auch noch gar nicht gesehen, dass die online ist bei denen. Muss ich nochmal gucken hier. Die haben es wohl live in der Sendung ausgepackt. Da bin ich ja gespannt, was sie da sagen. Bei Facebook haben sie ein Foto veröffentlicht vom Inhalt. Kann ich gleich nochmal gucken, was ich denen überhaupt für einen Film geschickt hatte. Liebe Grüße von den Leinwandperlen. Und das war es eigentlich mit den Kommentaren, oder? Ach so, der IMDb-Bereich, der wird jetzt manchmal noch ein bisschen bedient hier. Wir haben ja mal dieses IMDb-Spiel gemacht, wo man einfach mal sagen soll, welche Zahl man hat, je nachdem, welchen IMDb oder welche aus der IMDb Top 250-Liste, welchen Film man gesehen hat. Und ja, da passiert immer mal ein bisschen was. Könnt ihr euch ja beteiligen, liebe Hörer. Einfach mal klicken auf IMDb-Spiel ganz oben. Ja, ansonsten werfe ich jetzt doch mal einen Blick in die Amazon-Käufe. Mal gucken, was wieder so für kuriose Sachen gekauft worden sind von euch da draußen über unsere Affiliate-Links. Also vielen Dank an alle, die uns hier unterstützen und auch immer noch vielen Dank an den, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, der uns immer noch die Serverkosten für das erste Halbjahr 2018 gesponsert hat. Gekauft worden über unsere Affiliate-Links ist ein Elgato Eve Thermo, ein Heizkörper-Thermostat, oder? Für Apple HomeKit-Technologie. Was nicht alles gibt. Smart Home. Der kleine Wassermann als Buch. Sehr schönes Buch. Kann ich nur empfehlen. Ein Presser-Hygro-Indikator. Was ist denn das? Ach so, ein ganz normales ein Thermometer mit einem Luftfeuchtemesser. Digitales. 7 Farben für eine Apple Watch Armband. Armbänder für die Apple Watch. Okay. Und Albezin Koffein Shampoo. Zweierpackung. Ja, das war's. Vielen Dank an alle, die das hier genutzt haben. Und kauft auch weiter fleißig ein über unsere Affiliate-Links. Dann können wir bald wieder neue Gewinnspiele machen. Und wenn ihr nichts weiter habt, Nope. Dann bedanke ich mich fürs Mitmachen bei euch beiden, Kate und Chris. Und wenn ihr einen von uns erreichen wollt, kate@kinocast.net, chris@kinocast.net oder meine Wenigkeit, eric@kinocast.net. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Bis bald im Kinocast. Schluss war ein bisschen die Luft raus, oder? Warum? Ich weiß nicht. Hab gefühlt nur noch alleine geredet irgendwie. Kam gar nichts mehr zu sagen. Ich bin voll im Arsch, ey.